So, willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6. Wir sind wieder unterwegs als Griechen. Wir haben hier einen Siedler in der Mykene gebaut. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, was wir mit dem machen. Entweder wir bauen ihn hier nach Irland. Das wäre eine Möglichkeit. Durchaus interessante. Oder wir bauen ihn hierher nach Kapstadt. 14 Züge. Ich bin sehr versucht, hier nach unten zu bauen. Das ist ein schönes Gebiet eigentlich. Wir haben hier Edelsteine. Machen wir glatt. Ich weiß nicht, ob es klug ist, sowas zu tun, aber wir tun es halt einfach mal. Gut, dann überlege ich gerade. Mit dem Typen. Oh, Australien könnten wir auch besiedeln. Da gibt es Perlen. Ah, verdammt. Das schön. Ja, aber du fährst jetzt mal zurück in den Persischen Golf. Kapstadt hat auch dahingehend den Vorteil, weil dass wir dann da haben wir da noch einen zweiten Hafen, wo wir besser heilen können. Du und Organismen sehen CO2 nicht als Gift. Pflanzen und Organismen, die Schalen bilden und Korallen, sehen es als Baumaterial. Wir haben das Great Barrier Reef gefunden. Was macht das? Plus 3 Nahrung und plus 2 Wissenschaft. Also das da bietet... Nicht die Umgebung, sondern das bietet plus 3 Nahrung und 2 Dings an. Oh, man kann auch drauf fahren. Im Gegensatz zu... Du... Karawelle, bleibst... bei unserem Freund hier. Und du fährst auch danach rückwärts nach Hause. So, schauen wir mal. Argos. Was bauen wir in Argos? Wir könnten gleich noch einen Siedler bauen. Oder ein Kolosseum. Oder einen Händler. Händler. Hier bauen wir Händler, haben wir gesagt, weil Händler bringen unsere Religion weiter. Mykene baut uns einen... Warte mal, wir brauchen Wohnraum. Kornspeicher ist also nicht schlecht. Interessant. Wir sind alliiert mit dem Kriegspartner, dem Kriegsgegner vom Chinesen und der Chinese mag uns trotzdem. Die Leute können den Model T in jeder Farbe haben, solange sie schwarz ist. Oh, ha, 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 ha. Das ist etwas, was sie schon ein paar Mal gehabt haben. Als Spruch. Das haben sie, glaube ich, auch bei C4 gehabt als Spruch. Haltet jetzt mal eine Marineeinheit, wenn ihr eine Marineeinheit ausbildet. Hä? Muss an der Küste und neben einem Industriegebiet gebaut werden. Muss ich was. So, Schiffswerft. Das kann man wahrscheinlich in einem Hafengebiet bauen. Benötigt Leuchtturm und Hafen. Mhm. Gut, soll sein.
So, ihr schaut's euch. Das Wetter an. Australien. Schauen wir mal. Diesmal schauen wir, dass wir nur 20 Minuten spielen. Das ist irgendwie sonst. So, machen wir Schießpulver. Weil irgendeines von den Stadtstaaten hätte ganz gerne einen Musketier und ich hätte sowieso auch ganz gerne Musketiere, damit wir wieder ein paar mehr Truppen haben. Truppen sind nicht schlecht. An und für sich. Jedermann sollte dafür sorgen, dass sein Sohn ein nützliches Handwerk oder einen Beruf erlernt, damit er in diesen unsicheren Zeiten etwas hat, worauf er sich verlassen kann. Ja, das wäre gut. Okay, wir kriegen Händlerpunkte. So, schauen wir mal, was kann man da machen? Handwerksgilde, 100% Nachbarschaftsbonusse für Industriebezirke. Und plus 100% für Handelsbezirke. Finde ich jetzt nicht so interessant. Und rein theoretisch könnten wir großen Händler bauen. Machen wir mal einen großen Händler statt einen Wissenschaftler. Apropos große Persönlichkeiten. Ah. Nein, sind wir noch nicht. Mist. Muss ich dann gleich machen. Wir kriegen 6,3 Generalpunkte, schaut was an. Nicht schlecht. Wir kriegen 2,1 Ingenieurspunkte. 1,11. Was kann das? Löst das Heureka für eine zufällige Technologie der Moderne aus. Werkstätten bieten plus 1 Kultur. Das ist vielleicht gar nicht einmal so schlecht, Leonardo zu kriegen. Vielleicht sollten wir stattdessen in den Ingenieur investieren und nicht in den Händler. Was macht der Händler? Hat sofort eine Bank und einen Markt in diesem Bezirk. Die Bank erhält 2 große Werkplätze, die alles aufnehmen können. Auch nicht schlecht eigentlich. Ein guter Herr Medici. 6,3. 2,1 und 5,1. Mit dem plus 2 hätten wir 8,3. Wir sind aber, wir haben nur ein Drittel circa der Punkte. Das heißt, China wird trotzdem zuerst den kriegen. Gut. Und große Wissenschaftler. Haben wir derzeit 4,2 Punkte. Warum hat er 9,1 Punkt und der hat 8,5? Nein, also den Wissenschaftler werden wir auf jeden Fall ändern. Schriftsteller haben, glaube ich, eh nur wir gescheit Punkte, oder? 0, 0, gut. Künstler haben auch 2, 0, 0, 0, passt. Und Musiker haben wir auch 2. Okay, gut. Das heißt, wir gehen auf den Ingenieur los. Nicht auf den Händler. Wir können keinen Ingenieur verbessern. Ach so, ein Schatz. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Na gut. Bestätigen wir mal den Händler.
Was müssen wir machen für... Naja, gut. Ja, dann vielleicht schon noch feststellen. So, mit denen fahren wir weiter rund um Australien rum. Bleib lieber relativ weit weg von den Küsten, falls da irgendwelche Bogenschützen sind, die auf uns schießen können. So, Humanismus. Da haben wir den großen Ingenieur und einen großen Künstler. Und das ist empfohlen. Außerdem können wir das Museum bauen. Zwei Museen sogar. Machen wir doch glatt. Großen Künstler kriegen wir zwar wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig zusammen. Ich meine, Michelangelo ist zwar recht nett, aber die 2,1 reichen nicht, um in 6 Runden einen großen Künstler zu kriegen. Na gut. Next round. So, 7 Einflusspunkte kriegen wir pro Runde. Das heißt, alle knapp über 20 Runden müssten wir nehmen, doch auch. Ja, super, jetzt habe ich genau das nicht gemacht, was ich gesagt habe, dass ich machen will. Nämlich Abstand halten. Boah, wir brauchen gescheit Truppen, die wir da runter transportieren, wenn wir da Städte bauen wollen. So, dann haben wir gesagt, wir wollen Einheiten bauen. Wir bauen uns einen Musketier. Können wir Musketiere bauen schon? Na, wir erforschen noch das Schießpulver. Wir können es noch nicht bauen. Dann bauen wir auf die Schnelle noch einen Siedler oder einen Händler. Händler. Noch schneller einen Händler. Händler sind gut. Ah, ich habe vergessen, den Missionar zu kaufen. Das habe ich auch können. Ich bin so dumm. Nach Hattusa. Wir brauchen eine religiöse Bekehrung in Hattusa. Mhm. Gut. Wir haben Australien umrundet. Nicht schlecht. Wir könnten natürlich... Achso, ja, wir haben gesagt...
Na, so Museen sind nicht schlecht. Für einen kulturellen Sieg nehme ich mal an. Achso. Ah, okay. Du darfst heilen. Ich habe mich offensichtlich noch übersehen. Gehst du weg mit deinem bescheuerten Missionar? Geh weg von meinen Städten. Hattusa gehört mir. Meine Stadt. So, ein Händler. Wir könnten den Weg wiederholen, aber wir wollen möglichst viele verschiedene Städte haben, weil ich will Kumasi beeinflussen. Es bringt dann für jedes Handelszentrum, das wir haben, noch einmal ein Geld. Das heißt, viele, viele verschiedene Städte sind gut. Okay. Gut. Argos. Wie wäre es, wenn wir da mal das Gold kaufen? Damit sich der hier auch erholen kann. Gut, wir wissen, dass zwischen Afrika und Australien jetzt nicht allzu viel ist. Dann schauen wir mal da im Norden weiter. Und wenn wir etwas Interessantes finden. Verbreiten. Yes. Kann man irgendwie anschauen, wie viel Glauben die schon haben? Nein. Oder? Kann man das auch löschen, diese Sachen? Das ist doof. Ich kann niemanden bekehren mit meinen Bipifax Missionaren. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Na gut, wurscht. Wenn der jetzt mit seinem Wahnsinnsmissionar kommt, bin ich ja verloren quasi. Gereicht offensichtlich. So, mehr Wohnraum wird benötigt. Nona. Das ist eine Never-Ending Story, könnte man das als Never-Ending Story könnte man das betrachten. So, schauen wir mal. Mykene, was bauen wir dort? Ein Hafen. Grundsätzlich bin ich ein großer Freund von Häfen. Da könnte man einen Hafen herbauen. Dann könnte man nämlich da daneben gleich ein Handelsgebiet bauen. Und da oben vielleicht ist
das ein Hügel? Ich glaube fast. Ja, das sind zwei Hügel, da bauen wir vielleicht ein Industriegebiet hin. Na bitte. Dann brauchen wir zuerst ein Handelszentrum oder ein Unterhaltungskomplex. Was ist ein Industriegebiet darauf? Fragen über Fragen, oder wir bauen ein Amphitheater. Noch nicht schlecht. Wunder können wir sowieso keine bauen. Obwohl Groß-Zimbabwe, was braucht das? Ein Handelszentrum? Also müssten wir das Handelszentrum hier bauen, dann könnten wir Groß-Zimbabwe da bauen. Und mal das Handelszentrum. Dann bauen wir da den Hafen. Handelszentrum ist da eh nicht schlecht, weil es kriegt auch ein Plus durch die anderen, durch andere Zentren, die dran liegen. Über kurz oder lang, 24 Runden. Bisschen deppert. Wer baut solche Wunder dann? Oder muss man die alle kaufen einfach? So, kaufen wir Handwerker. Kaufen wir mal einen Handwerker, den könnte man nämlich hinter den Dings nachschicken. Das wäre vielleicht nicht blöd. Nein, Idiot, den können wir unten auch kaufen. Na wurscht. Dann haben wir die Ressource abgebaut, oder? Dann noch nicht. Wir können da drüben das Industriegebiet machen. Neben dem Eisen. So, eine Runde noch und dann hören wir auf für heute. Ich habe mir vorgenommen, kürzere Folgen zu machen. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue da. Das ist natürlich problematisch. Noch ein Händler. Der Mensch ist ein militärisches Tier. Er rühmt sich mit Schießpulver und liebt Paraden. Ja, das kann schon sein. Musketiere können wir bauen, dafür brauchen wir Salpeter. Passt. Ah, gut, du bist fertig damit. Entschuldigung. So, wenn ich jetzt die dritte Ladung auch noch verbrauche, wirst du dann hinduistisch. Na, no. Keine Chance. Ich glaube, Athen ist auch nicht mehr hinduistisch. Hinduistisch, was rede ich da? Zoroastristisch, so. Das ist absolut irre. Wir haben jetzt gerade drei Ladungen von dem Missionar verbraucht. Für nix und wieder nix. Also in Religion investieren wir nicht mehr weiter. Das ist ein ziemlich sinnloses Unterfangen. So, dann schauen wir mal hier und lang weiter. Dass wir dann auch alles finden können. Was ist das? Kupfer. Kupfer im Nichts quasi. So. Vielleicht sollten wir auf den Admiral warten mit der Karawelle. Yes. Und noch was nach Hongkong am besten. Sind wir in Hongkong schon? Ich glaube nicht. Auf nach Hongkong. Die sind die tolle Händlernation. Wir machen schon 106 Gold die Runde. Das ist eh wichtig, so schlecht wie wir spielen.
damit wir uns wenigstens ab und zu mal was kaufen können. Hat das da schon einen Dings? Ist da schon ein Ding? Ja, das schaut so aus. Mhm. So, na dann machen wir mal da ein Sägewerk, das wir mal abholzen, damit das schneller fertig ist. So, Forschung. Ein Bombarde, oder eine Universität neben einem Berg. Haben wir offensichtlich schon gemacht. Was können wir dann? Potala Palast, was auch immer der kann. Empfohlen. Empfohlen. Festungen. Noch mehr Mauern. Ja, Metallguss. Wieso nicht? So, in Athen haben wir gesagt, bauen wir als nächstes einen Musketier. Einfach, wenn wir sowieso einen Vorteil davon dabei haben, das zu bauen. Zweitens, weil ich nicht vollkommen hinten nach sein will. So, du gehst in der Zwischenzeit daher. Und ich würde fast sagen, wir machen für heute Schluss. Ich danke fürs Zuschauen. Wir haben wieder fast 30 Minuten gebraucht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.